Hallo liebe Gemeinde, es wird Herbst und ist es nicht schön? Die Blätter werden bunt, das Wetter wird schlechter, es ist endlich wieder angemessene Zeit zum Lesen. Und damit ihr euch nicht nur auf Bücher, sondern auch auf Büchermenschen freuen könnt, gibt es am 8.11., Montag, den 8.11. um 19 Uhr einen neuen Band von Lessing, dem Literatur-Talk-Spiele-Format auf YouTube. Und zwar mit einer ganz besonderen Gästin, dem Star der deutschen Kinder- und Jugendbuchliteratur, Stefanie Höfler, die zu Gast sein wird und aus ihrem SchriftstellerInnenleben berichten wird. Und natürlich gibt es auch was zu gewinnen. Und die Quizfrage, was hat es mit diesem Stein auf sich? Na, ich sag mal so, das ist ein kleiner Stein für einen Menschen, aber für eine Playmobil-Figur ist er ganz schön groß. Und er wird eine nicht unerhebliche, wenn nicht sogar die zentrale, symbolhafte Rolle in dem Werk der Weltliteratur von Stefanie Höfler spielen, das ich am 7.11., am Tag vorher, im Kanal veröffentlichen werde. Und dann könnt ihr euch schon mal ein bisschen eingrooven auf die Autorin und dann am 8.11. um 19 Uhr zu Lessing Band 4 einschalten und das natürlich auch allen euren Freunden oder Verwandten weitererzählen. So, was passiert bis dahin noch? Naja, am Sonntag ist erstmal Halloween oder, wie wir in Norddeutschland sagen, Reformationstag. Ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und da wird es ein Special geben. Ihr wisst ja, dass im Moment nur Autorinnen im Kanal vorkommen, aber das wird ein Video sein, bei dem es gar nicht um ein bestimmtes Werk der Literatur geht, sondern um historische Ereignisse. Ja, guckt mal rein. Am Sonntag um 11 wird das veröffentlicht und am Montag kommt dann auch wieder ein Werk einer Autorin, damit wir uns wieder beruhigen. Aber ich bin nicht wenig stolz darauf und freue mich darauf, das zu veröffentlichen. Und noch mehr freue ich mich auf die Talksendung am 8.11. Lessing Band 4 mit Stefanie Höfler. Ich glaube, ich habe es jetzt schon viermal gesagt. Ne? Freut euch drauf, seid dabei, kostenlos und werbefrei hier auf YouTube. Schade, dass ich das nicht auch noch gereimt hat. Bis dahin, macht's gut. Ciao.